So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkirche.de. Ich wurde nach einer Schaltung für ein Getriebe gefragt mit zwei Tastern. Also sprich, wenn ich den Taster betätige, soll das Getriebe hochschalten in den vierten Gang. Drücke ich jetzt weiter, ähnlich wie Tiptronic, passiert nichts mehr. Schalte ich jetzt das Getriebe wieder runter in den ersten Gang, passiert jetzt ebenfalls nichts mehr. Die Vorgabe war so ein bisschen, dass da zwei Ventile dranhängen, die das Tiptronic-Getriebe dann schalten. Also sprich, jetzt sieht man, im vierten Gang sind beide Ventile aus, im dritten Gang sind beide an, im zweiten Gang ist eine an, nochmal eine an. Genau. Und es darf eben nichts passieren und es muss schnell schaltbar sein. Und zudem, wenn ich den Taster gedrückt halte vom Tiptronic, darf nichts passieren. Erst wenn ich das nächste Mal drücke und dann loslasse und nochmal drücke, erst dann darf das Getriebe schalten. So, eine ziemlich einfache Sache mit Arduino-Block. Ich möchte es euch geschwind zeigen. Achso, hier sieht man noch, habe ich ganz vergessen. Im Serial Monitor sieht man jetzt, wenn ich den Taster drücke, dass er die Tastereingabe erkennt. Und wenn ich jetzt, oh Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz oben nach oben geschaltet habe, dann erkennt er zwar den Tasterdruck, macht aber nichts mehr. Beim Runterschalten genauso, man sieht, jetzt erkennt er den Tasterdruck, aber es passiert nichts mehr. Genau. So, wie passiert das Ganze? Kurz zur Info, ich habe es mit Duino EDU gemacht. Bitte auf die Homepage gehen, dort am besten das komplette Paket runterladen, denn dann könnt ihr mit diesem tollen Scope-Event arbeiten. So, was habe ich jetzt gemacht? Zuerst mal zur Hardware noch ganz kurz. Ich habe die Module von Groove verwendet, habe also das hier die 4x7-Segmentanzeige verwendet, habe zwei Taster verwendet, die sind schon fertig entprellt auf der Platine aufgelötet und ich habe zwei LEDs verwendet, ebenfalls von Groove mit fertigen Widerständen und allem drum dran, war diesmal faul. Dann sind die beiden LEDs an den Pins 4 und 5, an 2 und 3 ist Display und an 7 und 8, stimmt gar nicht, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Sind dann die beiden Taster. So, wie funktioniert das Ganze? Zuerst schalte ich das Getriebe sofort in den ersten Gang, beziehungsweise mache hier meine beiden Pins High, beziehungsweise Low für den ersten Gang. Ich setze meine Variable schon auf 1. Man hätte auch mit 0 anfangen können, aber ich wollte quasi für den ersten Gang, wollte ich dann auch die Variable 1 haben und für den zweiten Gang die Variable 2. Danach braucht man eigentlich bloß den Scope Event mit Event Rising. Das heißt, wenn der Pin 7 high ist, dann führt er diesen Block einmal aus. Und zwar, wenn der Taster losgelassen wird, erst dann führt ihn nochmal aus. Nochmal ein Pin Event, Pin 8, das gleiche. Was macht er? Die Variable wird erstmal geprüft. Ist kleiner als 4, beziehungsweise größer als 1. Denn nur so habe ich das nachher drin, dass das Programm bei 4 bzw. bei 1 aufhört zu zählen. Ist das der Fall, dann wird die Variable Magnetventil plus 1 geschaltet. Ist das fertig, sind wir wieder im normalen Programm drin. Magnetventil dann plus 1, dann sieht man, hier werden die beiden Pins dann geschaltet. Mein Serial Print sagt Gang 1. Und hier eine Besonderheit des Scope Sleep. Hier könnte ich jetzt eine Zahl eintragen, wenn ich das sperren möchte, dass zum Beispiel eine erneute Eingabe erst nach einer gewissen Zeit möglich ist, nach 10 Millisekunden oder 100 Millisekunden, wem der Tasterdruck quasi zu schnell ist. Und hier noch der Block, in dem dann noch die Zahl ans Display gesendet wird. Das Ganze eben viermal, für jeden Gang könnte man beliebig erweitern. Man müsste einfach nur die Zahlen größer und kleiner ändern. Das war es eigentlich schon. Ich finde eine ganz nette kleine Geschichte. Auch für viele andere Dinge bestimmt verwendbar.